Also im Fußball ist es ja so, wenn es hier oben nicht funktioniert, wird es unten auch nicht laufen. Die Mischung muss immer bestehen aus Künstlern und Arbeitern. Also je mehr du eigentlich von hinten Defensive in die Offensive gehst, desto mehr Künstler wirst du haben. Hi, ich bin Stefan Effenberg und genau so gewinnt man den Titel in 4 Schritten. Heute reden wir über die Egos. Was ist ein Ego? Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man einfach mit Kritik selber damit umgehen muss, ja? und sich damit auch auseinandersetzen muss, auch mit Niederlagen. Ja? Es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, und das Leben besteht nicht nur aus Erfolg, sondern es gibt auch Misserfolge. Und ich glaube, das ist die große Kunst für gute Spieler, sich damit auseinanderzusetzen, um es eben beim nächsten Mal besser machen zu wollen. Auch mich jetzt charakterlich zu beschreiben, also selbstbewusst, überzeugt von dem, was man dann auch angeht. Auch ein Charakter, der nachdenkt, ja, der sich auch Kritik zu Herzen nimmt. Aber ich wiederhole mich da gerne, wenn ich sage, dass wenn man einen Stefan Effenberg nicht kennt und ihn über ihn urteilt, es nicht fair ist, weil man sollte grundsätzlich einen Menschen erst kennenlernen und dann ein Urteil fällen, als eben Urteil fällen, ohne jemanden kennengelernt zu haben. Und das ist natürlich dann für mich nicht einfach, weil halt auch viel Scheiße geschrieben wurde in den Medien. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Ja, ich bin ja in den sozialen Medien nicht selber so vorhanden. Von daher muss das auch jeder selber verantworten, was er da macht. Wie gesagt, in den Vereinen gibt es Regeln, beim DFB gibt es Regeln, da sollten sich die Spieler auch dran halten. Und ich sage es nochmal, man muss natürlich, der Fokus muss immer auf dem Fußball liegen und man muss sich darauf konzentrieren. Das andere ist Nebensache. Aber nochmal, das muss jeder selber verantworten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der süchtig danach ist. Ich gehöre da definitiv nicht zu. Also das sollte keinen Unterschied machen, ob einer in den sozialen Medien sich mehr platziert als einer, der sich weniger platziert. Also vergleiche jetzt Sané und Müller. Müller eher zurückhaltend, Sané ein bisschen mehr. Also das sollte auf keinen Fall ein Punkt sein, der entscheidend ist, einen Spieler zu berufen oder eben zu streichen. Die Mischung muss immer bestehen aus Künstlern und Arbeitern. Also je mehr du eigentlich von hinten Defensive in die Offensive gehst, desto mehr Künstler wirst du haben. Und vorne brauchst du halt die Leute, die eben diese Spiele entscheiden. Die gab es früher schon, Gerd Müller, Giovanni Elber, die gibt es heute. Messi, Ronaldo, Lewandowski. Aber du brauchst auch die Arbeiter, ja, die fürs Team arbeiten. Vor allen Dingen dann, wenn Spiele eng sind und schwierig werden, dann sind die Arbeiter gefordert. Also 100% solltest du schon überzeugt sein, wenn du wechselst zum FC Bayern München. Überhaupt keine Frage. Wenn du das nicht hast, dann wirst du in München und beim FC Bayern keine Chance haben. Also das sollte man schon ausstrahlen. Und ich glaube auch, dass die Verantwortlichen, die dann Spieler verpflichten, auch besonders darauf achten. Bei der Nationalmannschaft musst du auch diese Dinge an den Tag legen. Ja? Du musst überzeugt von dir sein, du musst selbstbewusst sein, du musst Talent haben, du musst den Wille haben. Du musst hungrig sein. Das sind Dinge, die enorm wichtig sind auf der Jagd nach Titel. Ja, ob es jetzt im Verein so ist oder in der Nationalmannschaft. Wenn du das an den Tag legst und auch mal über die Grenze hinausgehen kannst, dann wirst du früher oder später wirst du Titel sammeln. Also Spieler, die immer daran glauben, erfolgreich zu sein, das ist mit Sicherheit ein Sergio Ramos, das ist mit Sicherheit ein Thomas Müller, das ist mit Sicherheit Manuel Neuer. Das ist aber auch ein Ter Stegen bei Barcelona. Das ist ein Messi. Das sind eigentlich diese Spieler, die wir immer wieder nennen und nennen müssen, weil sie genau diese Punkte auch ausstrahlen. Und das sind Spieler, muss ich sagen, die ich dann auch bewundere. Toni Kroos ist ja groß. Also hat alles erreicht. Ich glaube, der erfolgreichste Deutsche, glaube ich, mittlerweile. Der kam natürlich auch zum perfekten Zeitpunkt zu Real Madrid. Also er hat da alles richtig gemacht. Also diese Karriereplanung war die perfekte Karriereplanung. Ja, da kann er echt stolz drauf sein. Ich glaube, auch darüber hinaus, ich meine, er war ja bei Bayern München auch schon ein enorm wichtiger Spieler. Aber ich glaube, für seine eigene Lebenserfahrung auch nochmal in einem anderen Land über Jahre hinweg Fußball zu spielen, ich glaube, das ist nochmal on top etwas Besonderes,
die Sprache zu lernen, die Mentalität der Menschen. Das wird ihn mal so in 10, 15 Jahren, wenn er zurückblickt auf seine Karriere, glaube ich, immer hängen bleiben. Also die Spieler, die das nicht an den Tag legen, die möchte ich gar nicht namentlich nennen, aber es gibt, und das weiß jeder, diese Talente. Nur schade ist es immer, wenn du 30 bist und man spricht dann noch über ein Talent, dann weißt du, du hast es nicht geschafft. Mit Jerome Boateng, muss ich sagen, sehe ich eigentlich nur Positives. Ich mag ihn darüber hinaus persönlich sehr, sehr gerne. Ich denke, dass all das, was er macht und auch das, was er so in seinen Interviews halt rüberbringt, finde ich sehr gut. Könnte vielleicht als Führungsspieler so ein Stück weit auf dem Platz, aufgrund seiner Erfahrung, die er hat, ein bisschen noch mehr vorangehen. Also wenn ich meine Karriere sehe, habe ich relativ jung angefangen bei Gladbach, bin dann direkt zu Bayern München gewechselt, wurde dann sofort auch Nationalspieler. Also meine Karriere ging eigentlich immer so Stück für Stück nach oben. Wann war ich am besten? Ich glaube, wenn du hinten raus dann dieses Stück Erfahrung noch oben drauf legst, ich glaube, dann bist du der perfekte Fußballer. Und das ist in der Regel so in dem Alter, sag ich mal, zwischen 28 und 32, 33. Das ist eigentlich die beste Zeit für einen Fußballer, aufgrund der Erfahrung, die man denn schon hat. Also man sollte grundsätzlich immer auf seine eigene Karriere schauen, die mit vielen Titeln erfolgreich waren. Aber es gab auch Niederlagen und ich denke, ich bin überhaupt nicht böse auf die goldene Generation. Ich habe diesen Pokal leider nie gewinnen können oder dürfen, aber das ist in Ordnung. Ich glaube, ich bin mit meiner Karriere wirklich zufrieden. Wichtig darüber hinaus war auch, dass man verletzungsfrei geblieben ist, dass ich mich noch gut bewegen kann in meinem Alter, was viele meiner Ex-Kollegen nicht können. Ich glaube, das ist auch ein hohes Gut. FIFA? Ob ich FIFA spiele? Ja. Nee. Weder an der PlayStation noch an der Xbox. Nee, ich habe früher mal gespielt, aber was ich immer geliebt habe, war das Golf von Tiger Woods noch damals. Das habe ich gerne gespielt, aber FIFA nicht. Ja, ich glaube schon, dass die Spieler darauf achten, wie viel Prozent habe ich. Bin ich bei 90, bei 95, bei 75? Ich glaube, dass sie das schon gerne hätten, eine hohe Punktzahl zu kriegen. Aber die kriegst du ja nur, wenn du auf dem Platz deine Leistung auch konstant bringst. Ja, aber so eine Bewertung sollte man dann auch nicht überbewerten. FIFA 2002, ich habe gestern lange nachgucken müssen, um es zu finden, hattest du eine Bewertung von 87. Jens Ehring ist alleine von 92. Ist das in Ordnung? Nö, das ist nicht in Ordnung. Ach, den Jerry, den hätte ich auch 92 oder 95 gegeben.